Quereinstieg im Vertrieb. Das ist einer der wichtigsten Fragen, die mir immer gestellt werden. Chris, wie kann ich denn in den Vertrieb einsteigen? Ich habe schon Berufserfahrung und das, was du da erzählst, hört sich spannend an. Und ich habe da ja schon einige Folgen zu gemacht, viele Tipps gegeben. Heute machen wir das Ganze mal aus der Praxis, denn ich habe hier einen klassischen Quereinsteiger. Jemanden, der es eigentlich der Vertrieb niemals lernen konnte und es eigentlich auch nicht lernen kann, weil er nämlich aus der Technik kommt. Also 20 Jahre an der Fräsmaschine gestanden, wo man sagt, okay, eigentlich absolut verdorben, das wird nichts mehr, aber er hat es gemacht. Und wie er das gemacht hat und was ihn dazu motiviert hat und was er heute macht und welche Tricks und Tipps er für uns im Vertrieb hat, das hören wir heute vom Christian Vogel. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir, danke für die Einladung. Cool. Also wir haben ja schon ein bisschen Kontakt über einen Podcast gehabt, du hörst den ja auch ab und zu und dann haben wir gesagt, komm vorbei und erzähl's, weil das sind halt so Geschichten, die ich super, super spannend finde. Ja, danke. Also ich denke, es ist auch eine Aufgabe, aber man kann es auch positiv gestalten. Absolut. Du bist ja ein Top-Performer mittlerweile im Vertrieb. Was verkaufst du im Moment? Ja, also Spanntechnik für die Zerspannung, Sonderlösungen, individuell am Kunden zugeschnitten, das ist so das große Thema. Okay, sind das große Tickets oder so mittlere Tickets? Es geht von klein bis groß, also vom kleinen Produkt bis zur kundenindividuellen Lösung auch mal in mehreren 100.000 Euro Bereichen können wir da abbilden. Das heißt, wie lange brauchst du ungefähr vom Kundenerstkontakt bis zum Auftrag? Also wie lange ist der Sales Cycle bei dir ungefähr? Manchmal ein Tag, ein Termin, manchmal aber auch Monate oder Jahre. Das kommt so ein bisschen aufs Projekt. Und was ist der Schnitt? Im Durchschnitt würde ich sagen 2-3 Termine. Okay, das heißt, du musst 2-3 Mal zum Kunden fahren? Das kann natürlich oder? Auch telefonisch und Zoom sein. Ich denke, Termin oder kann man alles telefonisch. Zoom-Meeting ist ja heutzutage ja. Corona-Zeit. Spart doch eine Menge Zeit, ne? Ja, stimmt, macht einen schlagkräftiger. Ja. Das ist so der Durchschnitt. Aber auch Projekte, die über ein Jahr oder länger gehen. Und Kunden sind dann was für Unternehmen? Also alle, die halt Werkzeugmaschinen im Einsatz haben? Durch die Branche, also Zerspanung, Maschine, aber auch Konstruktion. Also eigentlich von allen Branchen, vom Lebensmittel bis zur Automotive. Da Deutschland durchgängig. Haben wir bundesweit unterwegs? Also anfangs nicht, aber jetzt mittlerweile auch bundesweit. Okay, und also Neu- und Bestandsgeschäft? Ja, sogar Neukunden in letzter Zeit mehr als Bestandskunden. Ich denke, die Situation der letzten Monate hat er da flexibel machen müssen und da ganz gut eigentlich. Krass, super. So, und du kommst ja eigentlich aus der Technik. Erzähl mal, du hast eine Lehre gemacht, eine Ausbildung gemacht? Genau, also 2000 Lehre zum Industriemechaniker, ganz normaler Werdegang. Danach in der Firma unten eingestiegen, an den, sagen wir mal, weniger wichtigen Maschinen und dann hochgearbeitet bis 2017 und dann einfach an den Punkt gekommen. Super Job als Hobby, aber man hat, super hat, Job als Hobby. Man hat sich so nicht weiterentwickeln können. Und dann eben 2016, 2017 der Gedanke, Mensch, wie kann ich mich aus meinem Quadratmeter rausentwickeln? Und dann eben den Schritt in den Vertrieb. Aber warum Vertrieb? Würdest du auch sagen können, ich will jetzt irgendwie Bereichsleiter werden oder Teamleiter oder sowas? Ja, aber oder ein Studium? Ich fand es interessant, Produkte, mit denen man sich ja im FF technisch auskennt, dann einfach auch kundenspezifisch zu platzieren, weil man dann auch in dem Thema, in den Erfahrungen ist, die man die letzten Jahre einfach so aufgebaut hat. Und da fand ich das sehr interessant. Man kommt auch raus, also man ist nicht immer im gleichen Gebäude, sondern man hat überall verschiedene Schnittstellen. Stimmt. Und das fand ich sehr interessant. Okay, aber das war ja nur in deinem Kopf. Also hast du jemanden gekannt, der schon im Vertrieb war, der dir davon erzählt hat, oder wie bist du auf die Idee gekommen? Nein, nicht wirklich. Also klar, man hat so gewisse Handelskollegen, die man mal ausgefragt hat, gab es natürlich immer unterschiedliche Meinungen, aber dann auch selber mal den Schritt gemacht aus der Komfortzone raus. Man ist ja, wenn man 17, 18 Jahre in einer Firma ist. Kennst du auch alles aus dem FF, genau, ne? Alle kennen dich vermeintlich. Ja? Genau, und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, ich mache was ganz anderes und dann geht das Risiko mal ein, raus aus der Komfortzone und so war der Schritt. Und wie, was hast du denn gemacht? Dann bist du dann, also du konntest ja nicht zu deinem Chef gehen. Dein Chef war ja wahrscheinlich der Betriebsleiter oder der Konstruktionsleiter. Du musstest eigentlich noch eine Ebene höher gehen oder wie hast du das gemacht? Ich habe dann jetzt im Nachgang wahrscheinlich vertrieblich richtig mir geschaut, wo würde ich hinpassen mit meinen Erfahrungen und habe dort dann eben in die Vertriebs- und Geschäftsleitung Kontakt aufgenommen, erstmal ohne eine Bewerbung und so kam das dann zustande. Also es war, denke ich, ganz gut. Und was haben die gesagt? Ja, erstmal warum, ähnlich wie jetzt, warum der Schritt
Und dann habe ich halt erklärt, Technik, ja, jetzt will ich den nächsten Schritt für mich machen. Und es hat dann ganz gut. Ist eigentlich für die Firma ein Glücksfall, ne? Jetzt rückwärts, ja. Am Anfang irgendwo aber auch ein Risiko. Man weiß, und was haben die Kollegen gesagt? Also erstmal aus der Vorgängerfirma. Ja, erstmal, da man sich ja auch menschlich weiterentwickeln muss, erstmal hat es mir keiner zugetraut, weil das Thema Vertrieb ist ja doch trotzdem das, man muss aktiv mit dem Kunden, man darf nicht nervös sein, man muss was präsentieren. Und so war ich früher nicht. Also ich musste mich auch persönlich komplett verändern. Krass. Also wirklich komplett raus aus der Komfortzone. Und das wolltest du aber auch, ne? Ja, das war ja der Plan, ne? Das war der Plan, genau. Was haben deine Freunde gesagt? Erstmal ähnlich, wenn einen so niemand kennt, wird erstmal geschaut, kann das funktionieren. Aber das liegt ja an einem selber, dass man sagt, okay, den Schritt, wenn man wagt, man hat ja auch ein familiäres Background, dass man das erfolgreich gestaltet. Ja. Von daher. Also was ich immer höre von Leuten, die halt sagen, ey, ich will mich eigentlich neu erfinden, ich will was anderes machen, dass das Fachliche meistens nicht das Problem ist. Das kannst du dir meistens irgendwie aneignen. Ne? Das Problem ist eigentlich immer das Umfeld. Was sagen die Kollegen dazu? Was sagt meine Frau? Was sagt meine Mutter? Gut, also vom Umfeld her, meine Frau war da hinter mir gestanden. Das ist schon mal gut. Und vom Freundeskreis her, da muss man dann drüber stehen. Ja. Denke, wenn man aber es ist ja auch eine Überwindung, ne? Ja, natürlich. Vor allem, es kann ja auch schief gehen. Ja, ne? Dann muss man auch damit leben. Ja. Ich denke, die Situation gibt es aber immer. Wenn heute eine Firma Insolvenz geht, dann hat man auch nichts. Also irgendwann kommt man mal. Ich glaube, das ist auch diese geistige Mobilität, da gerade jetzt, weil die Zeiten sich auch so schnell ändern. Das haben wir jetzt im letzten Jahr massiv erlebt, wir erleben es jetzt. Dass diese geistige Mobilität immer wichtiger wird. Ne? Weil ich finde es immer interessant, wenn Leute zu mir sagen, ich bin so und so. Ja, ich bin niemand, der mit anderen Leuten gerne spricht. Sag ich, ja, das kann man doch verändern. Ja, das muss ja nicht so bleiben. Ja? Früher hätte ich das ähnlich gesagt. Jetzt denke ich, neue Aufgaben, man wächst mit seiner Tätigkeit. Und wenn man täglich, und es ist im Vertrieb so, von neuen Herausforderungen oder verschiedenen Charakteren, dann wächst man automatisch mit, beruflich, aber auch privat. Okay, so, und dann haben die gesagt, ja, dann komm rüber in den Vertrieb. Genau. Hast du dann einen Mentor gekriegt oder wie hast du gesagt, naja, fachlich bist du ja topfit gewesen mit den Produkten und so genau. Weiter. Hast du gesagt, na, das reicht ja für den Vertrieb wahrscheinlich am Anfang, ne? So war mein Einstellung. Und vertrieblich natürlich dann, mein Vertriebsleiter hat mich nach der Einarbeitung einen gewissen Zeitraum intensiv mit betreut. Aber man muss ehrlich sagen, so... Der Gedanke war natürlich, wenn man nicht aus dem Vertrieb kommt, ich kann mit der Technik alles erschlagen. Da bin ich sehr, sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Also technischer Background super, aber man muss natürlich an sich arbeiten. Und was waren die Punkte, die am wichtigsten waren, die du abgestellt hast? Das Umgang mit den Menschen, also dass man verschiedene Charaktere eben auch eingehen kann und dass Technik wichtig ist, aber es kommt im technischen Vertrieb einfach darauf an, dass man irgendwann auch Abschlussfragen stellt, dass man die Dinge, die man berät, die Lösungen auch verkaufen kann. Ich sage immer, es geht eigentlich auch um den Kundennutzen. Ne? Also genau. Der Kunde kauft ja nicht die tollen Features, sondern was er damit machen kann, genau. Im Endeffekt. Ne? Und das eben zu lernen, für sich zu lernen, da an sich zu arbeiten. Ja, und den Schmerz so ein bisschen rauszusuchen beim Kunden. Ne? Genau. Wie hast du das gemacht bei dir? Ja, ich war es gewohnt früher, dass ich eigentlich in dem, was ich tue, recht gut war und wie ich den Einstieg hatte in den Vertrieb, natürlich erstmal mich ganz unten angesiedelt habe, aber durch meinen eigenen Ehrgeiz dann einfach geschaut, Mensch, wie kann ich mich weiterentwickeln? Und dann eben mein Tipping Point, sage ich immer, das war das Buch von Jürgen Höller, Sprenge deine Grenzen, einfach weil es um Zielmanagement, Zielsetzen geht, das mir sehr, sehr viel weitergeholfen hat. Und dann wann hast du das gelesen, bevor du das gemacht hast oder nachdem du schon im Vertrieb warst? Also okay. In etwa ein Vierteljahr, nachdem ich angefangen habe. Und dann einfach über Internet oder geschaut, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und das ist das Schöne, wenn man in den Vertrieb reinkommt. Es gibt sehr, sehr viele Werkzeuge, die man einfach, wenn man aktiv danach sucht, auch findet. Und wenn man sich entwickeln will, dann hat man auch die Möglichkeiten. Ob Akquise oder dann Präsentation oder Abschlüsse. Da gibt es so viele Tools, Podcasts, wo man einfach, finde ich, wenn man es wirklich will, was draus machen kann. Und du hast ja sogar jetzt einen eigenen Coach geholt, ne? Ja, seit Anfang 2020 habe ich einen eigenen Coach. Und cool. Muss ich sagen, bringt mich persönlich sehr, sehr weiter. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal die Stufe. Also ich sage das ja eigentlich immer, wenn du dich weiterentwickeln willst, du kannst natürlich das übers Internet machen oder so, aber zum Beispiel beim Sport habe ich halt gemerkt, seitdem ich mir dann gesagt habe, okay, das sind so Punkte, wo ich alleine nicht weiterkomme, da brauche ich jetzt einen Coach.
dass du halt viel schnellere Fortschritte machen kannst und dass du halt auch Sachen über Hürden hinwegkommst, die du halt alleine eigentlich nicht schaffst. Ne? Ich komme auch früher, bevor ich eine größere Verletzung hatte, sehr, sehr ehrgeizig im Sport. Genau das Thema. Fußball, an den Schwächen gearbeitet. Und dieses Mindset versuche ich eben auch in meinen Hobbyvertrieb mit reinzunehmen. Okay, und jetzt bist du Key Account, Projektmanagement? Genau. Seit 2017 bis Ende 2020 im technischen Vertrieb und jetzt dann eben der Wechsel Key Account Projektmanagement deutschlandweit. Und du bist jetzt der Top-Performer im Unternehmen? Also es gibt sehr, sehr gute, also der schlechteste bin ich nicht. Okay. Definitiv. Okay. Und wie hat sich das jetzt während der Corona-Zeit mit dir entwickelt? Das heißt, kannst du jetzt auch nicht mehr zum Kunden fahren? Kannst du nichts mehr verkaufen oder wie hast du das für dich jetzt gelöst? Den Ansatz hat man ja 2020 sehr oft gehört, der Vertrieb, der Außendienst ist tot. Da kommt mir zugute, dass ich mich mit dem Thema seit mehreren Jahren schon richtig gut beschäftige. Und ich muss sagen, 2020, also das Jahr, was wahrscheinlich auch so in den Geschichtsbüchern stehen wird, war für mich ein Bombenjahr. Also ich habe 3 Termine am Tag durchgängig. Vor Ort? Vor Ort. Auch im April? Auch im April. Krass. Also da einfach festgestellt, wenn man dem Kunden erklären kann, dass man eine Lösung für ihn hat, dann sind Termine möglich. Die für ihn relevant ist. Genau. Ne? Klar, die normalen Termine, wo es um nichts geht, ganz logisch, dass die... Aber die sind ja eigentlich nicht so gut. Ja, genau. Kostet eigentlich nur Geld und Zeit. Also von daher eigentlich optimiert, mein Tun optimiert und das hat sich letztes Jahr richtig gut entwickelt, ja. Okay, 3 Termine am Tag, das heißt, du bist viel unterwegs? Ja, ich habe so Jahresschnitt circa von 80.000 Kilometer im Jahr. Krass. Und dadurch natürlich auch sehr, sehr viel ins Auto verlagert, was Telefonate, Terminierung angeht, um einfach so wenig wie möglich Homeoffice-Zeiten zu haben. Und Zoom-Konferenzen, machst du das auch? Ja, an Homeoffice-Tagen, aber das finde ich an Zoom super, dass du einfach zwischen den Terminen dir noch Zeitfenster einbauen kannst. Muss man natürlich mit dem Kunden dann auch klären, dass man heute ein Zoom-Meeting aus dem Auto rausmacht, aber ich finde, kann man nutzen, um die Schlagzeit zu erhöhen. Krass. Aber ist es dann eher ein Gespräch oder präsentierst du da noch? Also bis zu einem gewissen Maße präsentiere ich auch. Wenn es natürlich dann ein sehr, sehr wichtiger Termin ist, dann muss das... Dann kannst du dich aus dem Auto machen. Ne? Aber so ein Zwischentermin? So, wo man zum Kunden oft hohe Anreisen hatte, für eine kleine Änderungsbesprechung, das finde ich, kann man ganz gut mit Zoom aufklären. Also es macht einen eigentlich schlagkräftiger. Krass. Das heißt, du bist eigentlich jetzt noch effektiver geworden? Ja, definitiv. Dadurch. Also, am Anfang war natürlich der Gedanke, Mensch, wie wirkt sich das aus? Nur noch alles über online, aber wenn man es richtig einsetzt, kann man da definitiv profitieren davon. Und was sind so die Hürden, wenn du jetzt zum Kunden kommst? Also musst du dann Testergebnisse vorlegen oder wie machst du das? Also man hat auch oft das Thema, dass man einen Schnelltest vor Ort machen muss. Das gehört einfach dazu. Viele Firmen haben es ja auch für die eigenen Mitarbeiter, von daher. Ja. Das ist heute die Aufgabe der Zeit. Ja. Aber ansonsten FFP2-Maske. Während der Präsentation ja, komplett? Ja, das ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber wenn man ein bisschen sportlich aktiv ist, dann kriegt man da auch noch genug Luft. Ja. Ich hatte auch letztens Termine, da war eine riesen Glasscheibe. Der ganze Raum war eigentlich in der Mitte komplett mit Glasscheibe getrennt. Ja. Und das war echt so wie bei einem Gefangenen-Interview. In der Box. Genau, auf der einen Seite saßen die und ich saß alleine auf der anderen Seite. In der Box. Aber es ist immer noch besser, da zu sein. Und es ist immer noch besser, da zu sein und keine Maske zu tragen, weil dir fehlt auch das halbe Gesicht für Mimik und Gestik. Ne? Das stimmt und ich denke einfach, gewisse Termine musst du vor Ort machen. Das ist halt auch einfacher. Für dich selber und auch für den Kunden einfach, um das Vertrauen zu geben, dass die Lösung, die man anbietet, auch wirklich das ist, was der Kunde braucht. Weil man hat immer den Vorteil, bei mir in der Branche, man kann sich das Ganze auch mal in der Fertigung anschauen, man kann vielleicht noch den einen oder anderen Anwender mit dazu nehmen und das ist auch von beiden Seiten, denke ich, wichtig. Daher sind Termine mit einem wirklichen Grund problemlos möglich. Cool. Das heißt, so zusammengefasst, was ist dein Erfolgsgeheimnis für dich? Mein Erfolgsgeheimnis, Kreativität, finde ich, ist sehr, sehr wichtig in unserer Branche. Aber auch, dass man das Corona-Thema nicht zu groß macht. Ich meine, wir wissen alle, wie 2020, 2021 ist und es läuft in jedem Medium. Und es ist wichtig, man muss auf sich schauen, aber man darf es auch nicht überspannen.
Denke ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute langsam so eine leichte Hornhaut entwickeln und sagen, ja, es ist Corona, ist kacke, aber wir müssen jetzt trotzdem mal weitermachen langsam. Ja, also. Ich denke, es muss das neue Normal, muss es wieder geben. Ja, ich glaube, das kommt jetzt auch langsam. Also wir merken auch bei uns jetzt hier, dass viele Anfragen kommen, dass halt viele Firmen sagen, okay, wir können jetzt irgendwie nicht ewig im Winterschlaf bleiben, wir müssen jetzt mal Gas geben. Und wir pushen das natürlich auch hier mit dem Vertrieb. Ne? Ja. Ja. Cool. Und so, wenn du jetzt sagst, okay, rückblickend, 20 Jahre in der Fertigung gearbeitet, jetzt bist du wie lange im Vertrieb jetzt? Jetzt seit 2017, 4 Jahre. 4 Jahre im Vertrieb. Was hat sich für dich geändert? Was sich geändert hat, wenn man früher sieht, man hat seine Firma, an der man arbeitet und hat so einen Radius von 25 Kilometer, da hat man gewohnt, gelebt. Und mit dem Rausgehen in den Vertrieb, ich habe Freunde in Hamburg, in Berlin, in Stuttgart. Das ist einerseits, was sich geändert hat und dann auch persönlich. Man entwickelt sich persönlich weiter, weil man jeden Tag zig verschiedene Situationen hat, ob jetzt ein Verkaufsabschluss, ein Neukundentermin, aber auch mal eine Reklamation, die man ja mit einem positiven Gefühl abschließen will. Es gibt viele, die in die Arbeit gehen und wenn sie abstempeln, im Kopf umschalten und im Vertrieb durch das Thema Homeoffice, man hat immer eigentlich den Kontakt zur Arbeit. Und Flexibilität, du bist ja viel auch unterwegs, bist genau. Ja nicht immer pünktlich zu Hause. Ne? Und man muss da einfach den Ehrgeiz haben, wenn man erfolgreich sein will. Weil wenn man das als reinen Beruf sieht, dann tut man sich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt ja, aber wenn man erfolgreich werden will, tut man sich irgendwo schwer. Es ist auch so ein bisschen sportlich, ne? Also jeder Kundentermin ist ja eigentlich auch so eine sportliche Challenge. Kriege ich den jetzt gewonnen? Komme ich auf den nächsten Schritt und so weiter? Genau, und man wird auch mal im Vertrieb ja nach Zahlen gemessen. Das heißt, man ist so transparent wie nie, aber man kann sich auch selber, wenn man einen eigenen Ehrgeiz hat, an die Zahlen hochziehen. Von daher, ich finde es persönlich sehr gut, ob man im Fußball jetzt 2-0 gewinnt oder dann eben zweiter Platz vom Umsatz her oder erster ist, das ist ähnlich, finde ich. Cool. Und was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der auch darüber nachdenkt, zum Beispiel zum Thema Weiterbildung, was würdest du jemandem empfehlen, wenn er sagt, ich bin Techniker, ich will auch in den Vertrieb, was würdest du ihm empfehlen? Ich würde ihn empfehlen. Oder Ingenieur, wir haben auch viele Ingenieure, ne? Ich würde ihn Coaching empfehlen, definitiv. Das ist, ich denke, irgendeine IHK-Weiterbildung oder das passt nicht zum Beruf, sondern ich würde mir einen Coach, der einen vom Wesen her passt, mit dem man sich identifizieren kann, das ist eine Investition, die bringt einen langfristig weiter, weil man eigentlich ja auch an sich selber arbeitet. Ja. Das ist, denke ich, wenn du mich fragst, was würde ich empfehlen, würde ich das empfehlen. Ja, und Bücher? Bücher. Eat My Frog oder Eat That Frog, super Umsetzerbuch. Dann, ich hab's Tony vorhin, Robbins, ne? Genau. Mhm. Und dann, ich habe es vorhin erwähnt, vom Jürgen Höller, Sprenge deine Grenzen, einfach um das Thema mit Zielen für dich selber aufzuschlüsseln. Dann Dirk Kräuter, hat mehrere gute Bücher. Ja, das absolut. Sind so meine, für den Beginn. Umsatz Extrem zum Beispiel ist sehr, sehr gut. Ja. Das sind so meine Buchempfehlungen. Dann würde ich auch noch Seminare empfehlen. Also Power Days oder was ist alles. Power Days war ich auch schon ein paar Mal, das ist richtig cool. Mike Thiessen, genau, wollte ich immer was sagen. Neues. Ja. Das ist zwar das erste Mal sehr ungewohnt, wo man sich drauf einlassen muss. Ich habe auch wirklich viel gelernt. Also viele Sachen, die ich eigentlich schon geglaubt habe zu wissen, sind halt dann nochmal so richtig ins Hirn eingebrannt worden. Ja. Wir hatten vor kurzem nochmal einen Clubhouse-Talk, Mike und ich. Ja. Und dann hat der so Gas gegeben, ich bin kaum zu Wort gekommen. Ja, aber wo ich gesagt habe, ja genau das ist es. Ne? Also ich finde es einerseits fachlich, auf den Job, aber vor allem auch motivationstechnisch. Ja. Und ich denke, das gehört einfach dazu, dass man eine gewisse Grundmotivation hat, aber auch weiß, wie man sich hochpushen kann. Ob jetzt durch gewisse Rituale, die man hat, oder regelmäßige Seminare, finde ich, gehört einfach dazu. Cool. Wie geht es bei dir weiter? Wie? Aspirationen, wie soll's, hast du noch Ziele, wie es beruflich weitergehen soll? Also erstmal natürlich mehr verkaufen wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke, es muss auch weitergehen. Wer rastet, der rostet. Oder wie heißt es immer, wenn Stillstand ist, dann geht es Rückentwicklung. Also ich versuche für mich, meine nächsten Ziele sind einfach die neue Tätigkeit in Erfolg umzumünzen. Mhm. Einfach nochmal eine Schippe drauflegen. So ist da das Mindset für die nächsten 2 Jahre. Cool. Das, was ich tue, erfolgreich zu tun. Super. Also wie gesagt, für mich ist da unglaublich viel drin. Es hängt halt von dir ab, es zu tun. Und auch irgendwie zu sagen, geht nicht, gibt's nicht, mal wieder. Ne? Also wenn man sagt, ja, Corona gibt ja viele Vertriebe, die komplett drin geblieben sind.
Und du hast gesagt, nee, ich mache es jetzt halt anders. Ja. Ja, also natürlich auch mit Selbstschutz und so weiter, mit Augenmaß. Aber damit hast du dir natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil erkämpft. Ne? Und dann dazu noch die neuen Sachen gemischt, weil letztes Jahr war natürlich auch das Jahr, wo viele Kunden jetzt doch Zoom nutzen mussten, weil sie sonst halt auch nicht mehr mit ihren Leuten kommunizieren müssen. Ja. Das war das Jahr vorher noch ganz viele, nee, das machen wir nicht und bla bla bla. Das war halt einfach weg. Das heißt, und du hast es direkt als Chance umgemünzt, halt die Kundenkontakte noch zu intensivieren. Und das, darum geht es, glaube ich. Ne? Ja, man muss halt seinen Weg finden. Ja. Ich meine, es, denke ich, wird nie eine Richtung geben, das macht das Wesen, ja, jeder ist ja anders da eingestellt, aber ich glaube, für 2020 und auch für 2021 habe ich einen sehr guten Weg gefunden, erfolgreich zu werden in dem, was ich tue. Ja, aber wie du auch sagst, es ist immer noch natürlich ein Riesenvorteil, wenn du dem Kunden persönlich gegenüber sitzt und also, nicht alles per Zoom machst. Ne? Du brauchst Termine, wo du vor Ort hast. Das ist einfacher. Ja, ne? Genau, und man kann einfach auch Details viel schneller klären, als wenn man hier über Zoom, so kann man kurz Sachen ansprechen, man kann mal kurz vor Ort gehen, um was, wo vorher einfach nicht möglich ist. Zwingend notwendig, aber ich denke für beide Sachen, für beide Seiten. Cool. Die Mischung macht's. Ja, genau. Und immer wieder den richtigen Weg finden. Ja, super spannend. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man mehr von dir erfahren, Christian? Ja, über LinkedIn, Xing bin ich vernetzt. Christian Vogel, wie der Vogel. Genau. Und wenn jemand Fragen hat, gerne melden. Kann gerne mein Feedback geben. Ja, also das passiert doch, kannst du schon mit rechnen. Also es ist ganz oft, dass Leute aus dem Podcast direkt die Leute dann noch anticken über LinkedIn oder über Xing und sagen, hey, wie hast du das gemacht, lass uns mal reden. Bin ich offen, finde ich, gehört auch dazu. Man hat ja selbst auch die Situation, ich kenne es vor 4 Jahren, über jeden Tipp ist man froh. Und es ist im Leben, glaube ich, immer geben und nehmen. Cool, super. Schön, dass du da warst. Ja. Live vor Ort hier mal, ist ja auch wieder ein spezielles Event mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die es so gibt. Und ja, wir bleiben auch in Kontakt. Also wie gesagt, für mich war da wieder ganz viel drin, was alles machbar ist, sowohl als Vertrieb bei Corona, mit Corona, in Corona, aber auch was für jemanden persönlich machbar ist, wenn er halt sagt, ja, ich will mich weiterentwickeln. Ne? Dass du halt sagst, ja nicht, ich habe das jetzt 20 Jahre gemacht, ich kann nichts mehr anderes machen, sondern nee, im Gegenteil, du kannst es halt anders machen. Und was ich halt auch spannend fand, dass du sagst, es ist mein Hobby. Ja, also wenn du dafür brennst, dann ist es halt ein anderes Thema, als wenn du halt sagst, na, 8 Stunden und dann ist halt auch mal Ende. Aber wenn du sagst, hey, ich brenne dafür und es bringt mich weiter und ich hab Spaß daran, dann ist es eigentlich auch viel weniger Arbeit. Ne? Dann ist es auch eine Art Hobby. Ne? Ja, also sehr, sehr spannend. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ja, ich glaube, für uns war alle was dabei. Mal zum drüber nachdenken. Ansonsten gebt alles, wie wir. Bis zum nächsten Mal. Christian und der Chris. Tschüss.